Ein stark dazu gewonnen haben. Das beunruhigt uns sehr stark. Ich würde gerne Karin Schmidt-Pomni, unsere Kandidatin, fragen, was kann man tun gegen Rassismus? Wie sind deine Erfahrungen? Was ist die Aufgabe, um friedliches Zusammenleben in dem Land zu gewährleisten? Ja, wir haben die Ergebnisse aus den Niederlanden, ich denke schon mit dem Wort Entsetzen, wenn wir sagen Entsetzen, vernommen. Die zweitstärkste Partei für diese rechte zweitstärkste Position für diese rechte Partei, das darf nicht sein. Das sind nicht die Niederlande, die wir kennen. Wir kennen die Niederlande eigentlich als ein sehr tolerantes Land und das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung. Und wir haben auch bei uns in Deutschland Tendenzen, dass die Rechten mehr aus den Löchern kommen. Wir haben die Demonstrationen in Aachen gehabt, in Stolberg. Und für uns heißt die Devise, alle Demokraten stehen eindeutig gegen rechts. Wir werden immer wieder gegen rechts auf die Straße gehen. Wir werden versuchen, mit unseren Argumenten gegen diese rechten Inhalte vorzugehen. Wir werden dagegen kämpfen. Und uns ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, gegen rechts zu arbeiten, in den Schulen die jungen Menschen frühzeitig aufzuklären, frühzeitig klarzumachen, in welche Gefahr wir hineinlaufen, wenn rechte Kräfte wieder nach vorne kommen. Und ich denke, da haben wir als Grüne eine ganz klare Position zu. Aber da treffen sich die Positionen aller demokratischen Parteien und wir sind gemeinsam gegen rechts. Danke, Karin. Das Thema ist nicht nur ein europäisches, sondern auch ein lokales. Wir haben in Aachen viel getan, um die Integration zu ermöglichen. Unsere OB-Kandidatin Hilde Scheidt, was sind die Aufgaben, wenn man kommunalpolitisch arbeitet, wie können wir das erreichen? Also Aachen ist ja Europa. Für mich ist Aachen das Herz Europas und das ist eine große Verpflichtung, die wir haben, gerade wenn es darum geht, Europa zu wählen. Ich habe die Zeit noch erlebt mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, wenn man über die Grenzen fuhr, musste man mindestens 3 Währungen mit sich führen. Man hatte manchmal Probleme, sich zu verständigen. Das ist auch leider heute oft noch so, aber wir arbeiten dran. Aber ich habe als Kind irgendwann genossen, dass diese Grenzen offen sind. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir von Aachen hier nach Europa als Signal geben können. Dass hier über 100 Nationen zusammenleben. Dass wir es schaffen, in dieser Stadt mit so vielen Menschen interkulturell ein friedliches Zusammenleben zu haben. Und das ist für mich das Wichtigste, was in Europa passiert ist, dass Europa Frieden hat. Und heute vor 65 Jahren, am 6.6.1944, sind die Alliierten in der Normandie gelandet. Das war der Beginn des Friedens in Europa. Und wir haben den Frieden immer wieder verloren. Wir haben die Bosnienkriege gehabt, wir haben Kosovo gehabt. Und wir sehen, wie zerbrechlich das ist. Und ich glaube, es ist das Wichtigste, dass wir daran arbeiten, dass in Europa die Menschen friedlich zusammenleben. Und das schaffen wir nur, wenn wir wählen gehen. Ich finde, in Aachen sollte die Wahlbeteiligung deutlich über dem Durchschnitt liegen, weil wir haben eine große Verantwortung hier und das Wahlverhalten macht mir große Sorgen. Wenn ich sehe, dass über 50% der Bürgerinnen und Bürger nicht zur Europawahl gehen, dann ist das ein deutliches Signal dafür, dass Demokratie nicht mehr so ernst genommen wird wie bei unseren Eltern und unseren Großeltern. Die haben sich gefreut auf die erste Wahl. Die sind wählen gegangen, weil sie wussten, es ist so wichtig, dass wir wieder demokratische Verhältnisse bekommen. Und wenn sie sehen, was in Holland, was in Dänemark, was in Österreich passiert, da gewinnen die radikalen Rechten irgendwann mal immer mehr Stimmen, weil die anderen nicht zur Wahl gehen. Also gehen Sie bitte wählen. Wählen Sie und wählen Sie demokratisch, damit Europa friedlich ist, damit Europa eine Chance hat und damit wir hier in Aachen auch in 10, in 20, in 30 und in 100 Jahren noch sagen können, wir sind das Herz Europas. Aachen ist die Europastadt. Und wir wollen weiterhin, dass unsere Kinder über die Grenzen hinweg einfach spazieren können und dass sie lernen können über die Grenzen. Und da ist noch viel zu tun. Weil wenn ich frage, was haltet ihr von Europa, dann sagen mir viele, Europa ist mir zu kompliziert. Wenn ich hier lebe, kann ich mein Kind nicht so ohne weiteres in den Kindergarten nach Pfalz bringen. Wenn ich in Pfalz wohne, muss ich in Deutschland ganz viel Geld bezahlen, damit mein Kind hier zum Kindergarten gehen kann. Das ist nicht richtig und daran muss man arbeiten. Deshalb sind die Kommunen wichtig, wenn es darum geht, Europa zu gestalten. Die Kommunen geben manchmal in vielen Dingen die Richtung vor, weil es ist auch das kleine Europa hier im Dreiländereck, das nachher zählt. Denn hier leben, arbeiten und wohnen die Menschen und hier muss Europa praktisch stattfinden. Deshalb nochmal, gehen Sie wählen, lassen Sie Europa nicht im Stich und denken Sie daran, was
in Europa alles schon erreicht worden ist. Und ich finde, es lohnt sich, für Europa zu kämpfen, zu arbeiten und Europa zu genießen. Danke, Hilde. Der Europawahlkampf wird ja erst heute Abend um 24 Uhr zu Ende gehen. Trotz Regen sind heute noch viele Leute unterwegs gewesen. Die Karin ist sehr viel unterwegs gewesen, auch in Schulen, hat viel mit Jugendlichen diskutieren können. Die Frage Europa betrifft ja vor allen Dingen die Jugendlichen. Wie soll das zukünftig sein? Deswegen würde ich dich gerne fragen, wie war dein Eindruck? Sind die Jugendlichen mehr an Europa interessiert? Was sind deren Hauptfragen? Also ich denke, bei dem Regenwetter sollten wir jetzt die Frage noch beantworten. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum und dann machen wir das hier rund, damit nicht nachher die Leute durchnass werden bei dem Wetter. Erstmal auch ganz schönes, dickes Dankeschön, dass Sie so viel Interesse heute gehabt haben und heute haben, uns hier mit dieser Veranstaltung zu begleiten. Ja, wir sind viel in Schulen unterwegs gewesen, viel mehr als vor 5 Jahren und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil die Schüler waren oft sehr gut vorbereitet. Sie hatten sich klar Gedanken gemacht über Europa, sie hatten ihre Fragen dazu. Und diese jungen Menschen, das sind diejenigen, die Europa noch mehr gestalten werden. Die haben ihre Zukunft in Europa. Und für diese jungen Menschen haben wir eine Verantwortung. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass sie in Europa gute Schulbedingungen haben. Cem hat das eben gesagt, gute Bedingungen schon bereits ab dem Kindergarten, ab den frühen Jahren, damit Kinder gut wachsen können, gut gebildet werden und für sich gut ihr eigenes Leben auf den Weg bringen können. Für die Älteren, also die in Schulen sind, ist uns ganz wichtig, wenn Schule zu Ende ist, fängt Ausbildung an, fängt das Studium an und da hat Europa die Chance, Wege zu öffnen, dass die jungen Leute wechseln können, dass sie einen Teil ihrer Ausbildung in anderen Ländern machen, dass sie nach der Ausbildung ihre Berufstätigkeit woanders machen, dass sie in anderen Ländern lernen und studieren. Und dafür ist es unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Abschlüsse anzuerkennen, Stipendien zu geben, und das tut Europa bereits, dass man ins Ausland gehen kann. Das ist eine Chance, so wird Europa gestaltet, weil wir können die großen Prozesse in dem Parlament machen, aber das Leben von Europa findet, das sagte Hilde auch schon, findet in den Regionen statt, das Leben findet in den Kulturen, in dieser Vielfalt von Europa statt und dafür brauchen wir Begegnung von Menschen und dann lebt Europa und dafür ist unsere Stadt, unsere Region mit Deutschland, Belgien im Umfeld in diesen drei Ländern ein exzellentes Beispiel und so wollen wir Europa weiterentwickeln.